Hallo Leute, heute gehen wir auf heiliges Gebiet. Es geht um die Currywurst. Viele behaupten von sich, sie machen die beste Currywurst. Die Berliner behaupten, die beste gibt es in Berlin. Die Bochumer behaupten, die beste gibt es in Bochum und so weiter. Um das Ding abzukürzen, die besten Currywürste machen immer noch die Franken. Okay? Passt auf, wir brauchen dafür Tomaten, Zwiebeln, irgendeine Tomatenpulpe, Tomatensaft, weißen Balsamico, Apfelmus, Curry, für die Leute, die gern mild mögen, einen milden Curry, für die Leute, die gern scharf mögen, einen scharfen Curry, Cola, Chili, Zucker, Salz und Pflanzenöl. Das war's eigentlich schon. Und was brauchen wir natürlich noch? Das war ja erst die Soße. Wir brauchen eine vernünftige Wurst. Da gibt es ja auch viele, die behaupten, sie machen eine tolle Wurst. Und bevor wir da anfangen und experimentieren und die selber machen, liebe Freunde von uns, von Kaliber, eine Currywurst vom bunten Bentheimer. Probier die einfach mal, die ist wirklich saumäßig lecker. Ansonsten, viele Kollegen da draußen machen auch gute Würste. Okay? Also, wir legen los. Wir machen erstmal ein bisschen Pflanzenöl in unsere Pfanne. Und schaut her, nicht zu wenig. Die kann ruhig auch vernünftig braten, die Wurst. Ja? Wurst rein. Dann Attacke. Platte anmachen. Da gehen wir sie auf 2/3 Stufe. Können die Wurst natürlich einschneiden, ganz rein tun. Das ist up to you. Okay? So, wir legen los mit unserer Currysoße. Wir machen den Pott an und zwar volle Pulle. Wir wollen auf nichts warten. Wenn ihr eine Powerstufe habt, macht ihr die Powerstufe. Attacke. Läuft. Wir machen ein bisschen Pflanzenöl rein, wirklich nur ein bisschen. Schmeißen unsere Zwiebel rein. Stäuben die gleich von vornherein, bevor das Braten überhaupt losgeht, stäuben die wirklich mit Curry. Ich liebe es, wenn ich beide Currys dran habe. Und obendrauf, ich liebe es scharf, mache ich einfach noch so eine kleine getrocknete Chilisauce dazu. Das Ganze röste ich jetzt an. Sobald es angeröstet ist, schmeiße den Zucker drauf. Ja, der eine mag es ein bisschen süßer, der andere weniger. Je nachdem schmeißt er da eben drauf. Lass den Zucker sauber karamellisieren. Lass auf volle Pulle, ja. Dann löscht ihr mit Cola ab. Ihr macht den Essig dazu. Das Apfelmus. Das Ganze bringt ihr jetzt zum Kochen. Ihr habt ja gesehen, wir haben Tomatensaft, wir haben Tomaten bereits passiert und wir machen aber frische Tomaten mit rein. Ich mache die jetzt hier mit rein, lasse sie einfach nur weich kochen, damit ich so einen frischen Kick von der Tomate ein bisschen habe. Und das Ganze lassen wir jetzt einfach runtersausen, dauert ungefähr, je nachdem wie euer Ofen funktioniert, mit der Powerstufe ungefähr 1,5 Minuten, wenn ihr langsamer machen wollt, dauert eben 4-5 Minuten. Guck mal her, jetzt ist es so dickflüssig eingekocht, so ein bisschen. Ne? Meine Tomaten haben aber durchaus noch Konsistenz, meine Zwiebeln sind gegart, das ist wichtig. Geht daher und macht wirklich je nach Geschmack ein bisschen Pulpe rein. Macht ein bisschen Tomatensaft rein.
Und wenn ihr richtig Power haben möchtet, macht ihr einfach noch ein bisschen Tomatenmark rein. Einfach so eine, ja, schon guten Spritzer. Nochmal drunter rühren die ganze Geschichte. Was jetzt noch fehlt? Salz. Ja. Gut runterrühren. Dann brauchen wir nur noch Pflanzenöl, unseren Pott. Gehen wir hier in unseren Mixer. Was für ein Mixer ihr habt, Leute, ist völlig egal, spielt überhaupt keine Rolle. Ja. Wichtig ist, dass ihr ein paar Umdrehungen drauf kriegt, um eure Soße natürlich einigermaßen fein zu drehen. Gut. Eure Würste habt ihr hinten im Auge und bitte tut mir einen Gefallen. Wenn ihr Bratwürste bratet, bratet sie richtig. Keine Bleichgesichter. Richtig schöne Kruste außen drauf. Deckel drauf. Geht er auf kleine Stufe. Lasst eure Mixer schön langsam laufen. Und dann machen wir da noch ein bisschen Bindung rein. Lasst ihr einfach ganz normales Pflanzenöl reinlaufen. Ich sag mal, ungefähr ein Zehntel der Menge, was ihr an Soße habt, ein Zehntel der Menge macht ihr an Öl drauf. Könnt natürlich auch Olivenöl nehmen, aber ich finde, das hat da drin nichts verloren. Wir brauchen da ganz einfachen, brutalen Geschmack, und zwar Tomate, Curry, Punkt. Nochmal hoch, nochmal Attacke machen. Fertig ist der Lack. Farbe, finde ich, kann sich sehen lassen. Dann probieren wir mal. Das ist eine geile Currysoße. Klappt mir. Probiert es mal aus. Natürlich könnt ihr variieren in Sachen Curry, in Sachen Säure, in Sachen Süße. Ja? Es gibt keine Angaben an Gramm oder irgendwas für diese Soße. Euer Ding steht im Vordergrund. Und erinnert euch mal dran, wie bringe ich den optimalen Geschmack her? Richtig, die 4S. Süß, scharf, sauer, salzig. Von jedem eine Nuance zu viel, dann habt ihr den perfekten Geschmack. Okay? Wir richten an unsere Wasch. On the plate, ja, richtig schön gebraten. Dann einen richtigen Schöpfer von eurer Currysoße. Und wie gesagt, es ist eine Hochzeit zwischen beiden. Ja. Die Currysoße ist wichtig, aber auch die Wurst ist wichtig. Ja. Und dann gehe ich immer her, nehme einen ganz milden Curry, weil ich möchte da richtig was drüber haben. Ja? Und wenn du jetzt einen scharfen Curry hast, manche können es, manche nicht, wenn du einen scharfen Curry hast, dann kannst du natürlich nicht so viel Curry drüber machen. Ich wünsche euch einen guten Appetit, probiert es aus, bin gespannt, wie eure Soße schmecken wird. Könnt ihr mir ja mal Proben zuschicken. Ciao.